Fight. Wir leben Wrestling. Ex-WWE-Star spricht über verbotene Wörter. Die ehemalige NXT-Wrestlerin Tainara Conti sprach während eines Auftritts im Ring the Bell-Podcast über ihre Phrase »Bist du verrückt?« Sie habe diesen Satz so lange benutzt, bis man ihr das Wort »verrückt« nicht mehr erlaubte auszusprechen. Jemand von der WWE kam zu ihr und sagte ihr, sie könne so etwas nicht mehr im TV sagen. Hierbei handelt es sich um keinen Einzelfall. Schon in der Vergangenheit wurden die Worte »Belt« und »Wrestling« verboten, welche aber im Laufe der Zeit wieder erlaubt wurden. Panne bei Mike Tysons AEW-Auftritt. Während Mike Tysons Gastauftritt beim AEW Pay-Per-View Double or Nothing 2020 kam es zu einer ungewollten Panne. Tyson saß während des dritten Kampfes zwischen Cody und Archer um den TNT Championship-Title am Ring. Er wurde von einer Live-Kamera in einem ungünstigen Moment beim Gähnen gezeigt. Tyson wurde im Nachhinein für dieses Gähnen kritisiert. Der ehemalige Boxer war deshalb verärgert. Hulk Hogan mit In-Ring-Einsatz bei WrestleMania 36? Wie Paul Davis berichtet, sollte Hulk Hogan ein Match bei WrestleMania 36 bestreiten. Laut Davis sprach WWE wohl über eine Teilnahme des Hulkstars an der Andre the Giant Memorial Battle Royal, die letztendlich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfand. Hogan sollte keinerlei Bumps nehmen, ein bis zwei Gegner eliminieren und am Ende den Sieg davontragen, um diesen dann in seiner Heimat Tampa zu feiern. Zuerst scheiterte der Plan an den Gehaltsverhandlungen, letztendlich dann an der Corona-Pandemie. Ehemalige NXT-Wrestlerin bereut WWE-Karriere. Diona Purrazzo sagte kürzlich in einem Interview mit Wrestling Inc., dass sie lieber zu AEW gegangen wäre. Ein Auftritt bei All In war geplant, jedoch zog Purrazzo den angebotenen WWE-Vertrag vor. Dies bereue sie jetzt. Shawn Michaels entschuldigte sich beim Undertaker. In einem Interview mit ESPN sprach Michaels sehr offen über seine Beziehung zum Undertaker. Die beiden hätten sich in jungen Jahren nicht ausstehen können. Laut HBK wussten sie, dass sie im Ring so gut miteinander harmonierten, im Privaten aber gar nicht. Sie seien völlig gegensätzliche Charaktere gewesen. Michaels beschreibt den Undertaker als einen ruhigen, hochprofessionellen Leiter im Backstage-Bereich. Während Michaels seine Konflikte häufig mit den Fäusten geklärt hätte, wäre der Undertaker stets ruhig geblieben. Nach Michaels Comeback zur WWE 2002 war der Undertaker eine der ersten Personen, bei denen er sich entschuldigt hat, so der Hall of Famer. Der Taker hätte sich darüber gefreut, sei aber auch skeptisch gewesen, weil er daran zweifelte, dass sich Michaels wirklich geändert hätte. Nachdem Michaels den Glauben für sich entdeckte, hätte er sein Leben umgedreht und so entstand eine tiefe Freundschaft mit dem Taker. Die Beziehung der beiden intensivierte sich durch die gemeinsamen WrestleMania-Matches. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight-Podcast-Channel vorbei.